Erlebte Situationen hallen häufig in uns nach, in unterschiedlicher Weise. Wir verbinden Erlebnisse mit Gefühlen wie Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, Freude oder Frust. Deshalb möchten wir bestimmte Situationen wiedererleben, andere hingegen nicht. Diese versuchen wir dann zu vermeiden. Das Bewusstsein darüber, was gerade abgelaufen ist, hilft, das Erlebte noch einmal zu betrachten und zu sortieren, was daran gut war oder eben nicht, um gegebenenfalls Konsequenzen für das nächste Mal daraus zu ziehen. Diesen Prozess nennt man Reflektieren. Lernen erzeugt diese Gefühle gleichermaßen, auch wenn wir uns dessen oft nicht bewusst sind. Mit Hilfe von Reflexion können Schüler sich ihres eigenen Lernprozesses bewusst werden und ihre Lernergebnisse noch einmal betrachten. Dadurch können sie ihre eigenen Lernprozesse besser verstehen und steuern. Am Ende dieses Videos werden sie wissen, welche Bedeutung Reflexion für das Lernen hat und wie Sie Reflexion in Ihrem Unterricht einsetzen können. Überlegen Sie kurz, wie ist es bei Ihnen? Wann und wie denken Sie darüber nach, was Sie erlebt und getan haben? Führen Sie Tagebuch? Führen Sie Gespräche? Nutzen Sie Spaziergänge zum Nachdenken? Aus welchem Grund tun Sie das? Reflektieren bedeutet so viel wie zurückwenden. Es ist ein Blick auf Zurückliegendes und Vergangenes. Dieser Blick zurück hilft uns zu erinnern und damit Erlebtes noch einmal zu vergegenwärtigen. Diese Erinnerung wiederum kann uns helfen zu verstehen, warum wir gerade an einem bestimmten Punkt stehen. Wir können uns somit in der Gegenwart verorten und dadurch Entscheidungen für Zukünftiges treffen. Reflektieren insgesamt ist damit ein Prozess, der uns in unserer Lebensentwicklung unterstützen kann. Für Lernen im eigentlichen Sinn und hier besonders schulisches Lernen bedeutet Reflektieren zum einen, dass Schüler sich vor Augen führen, was sie schon können. Sie werden sich ihrer eigenen Kompetenzen und Fertigkeiten bewusst und stärken damit ihr Selbstwertgefühl. Dadurch, dass Schüler wissen, was sie können und sich ihrer eigenen Stärken bewusst sind, machen sie sich auch ein Stück weit unabhängig vom Urteil anderer. Zum anderen können Schüler erfahren, was sie noch nicht können. Sie können damit ihr Entwicklungspotenzial finden und gezielt überlegen, was mögliche neue Lernaufgaben sein können. Damit Schüler diese Entwicklungsaufgaben annehmen, ist der erste Schritt, ihre eigenen Stärken zu sehen und wertzuschätzen, elementar. Sich selbst als kompetent wahrzunehmen, ist Voraussetzung dafür, sich neuen Aufgaben stellen zu können. Die eigenen Stärken müssen dabei zunächst einmal noch nicht unmittelbar mit der eigentlichen Lernaufgabe verknüpft sein, sondern können auch ganz anders gelagert sein. Ein Beispiel. Im Chemieunterricht soll ein Experiment durchgeführt werden. Ein Schüler beteiligt sich nicht, da er das Gefühl hat, das Thema nicht verstanden zu haben. Ist sich der Schüler dessen bewusst, dass eine seiner Stärken das genaue Abmessen ist? Er ist der Kuchenbäcker in der Familie und bekommt schwierige Kuchen auch deshalb hin, weil er Rezepte ganz präzise durchführt, kann er bei diesem Experiment diese Stärke der Genauigkeit einbringen. Das Experiment mit den anderen in der Gruppe gut auszuwerten und daraus zu lernen, fällt ihm dann möglicherweise leichter. Sollen Schüler ihr Lernen im Unterricht reflektieren, ist es wichtig, dass sie wissen, worüber sie konkret nachdenken sollen. Dazu brauchen sie zunächst Ziele. Sie müssen wissen, was Sie genau an einem Thema, einem Gegenstand lernen sollen. Themen umfassen häufig vielfältige Aspekte, die daran gelernt werden können. Wenn Schüler das genaue Ziel der Lernreise nicht kennen, ist es für sie schwer, ihren eigenen Lernweg im Fokus zu behalten.
Zurück zum Beispiel. Mit diesem Experiment kann das Ziel verfolgt werden, dass die Schüler Sicherheit im Umgang mit der Methode, mit der dieses Experiment durchgeführt wird, erwerben. Es kann aber auch das Ziel sein, dass es um die korrekte Dokumentation des Experimentes geht. Ein drittes mögliches Ziel kann sein, das Ergebnis schlüssig zu interpretieren. Kennen die Schüler das konkrete Lernziel, das mit diesem Experiment verbunden ist, können sie hinterher genauer schauen, was ihnen hinsichtlich des Ziels schon gelungen ist und was vielleicht noch nicht. Um das Ziel genau zu verstehen, sind Kriterien nötig, die darstellen, welche Merkmale dieses Ziel hat. Diese Merkmale bilden quasi die Überschriften für eine Checkliste. Soll es im Experiment als Ziel zum Beispiel um das Trainieren der Methode gehen, sind mögliche Merkmale eine formal korrekte schriftliche Planung des Experimentes, die Reihenfolge der Arbeitsschritte, die Sauberkeit beim Durchführen und das Einhalten der Arbeitssicherheit. Sind den Schülern die Kriterien dieses Methodentrainings bekannt, wissen sie bereits, worauf sie achten müssen. Sie wissen allerdings noch nicht, woran sie im Einzelnen erkennen können, ob sie die Kriterien gut oder weniger gut erfüllt haben. Dazu wiederum sind Indikatoren nötig. Also sichtbare Zeichen, die anzeigen, ob ein Kriterium wirklich beachtet worden ist oder nicht. Diese können für alle nachvollziehbar in Checklisten dargestellt werden. Sie sollten mit den Schülern besprochen sein, sodass jeder weiß, woran ein Lern- und Arbeitserfolg wirklich sichtbar wird. Für das Beispiel ist das Kriterium der Sauberkeit bei der Durchführung möglicherweise eines, das den Schülern weniger präsent ist. Es gilt also hier im Vorfeld zu klären, woran genau die Schüler sehen können, dass sie wirklich sauber arbeiten. Indikatoren könnten hier beispielsweise sein: Chemische Stoffe befinden sich in den dafür vorhergesehenen Behältnissen. Der Untergrund ist frei von Fremdstoffen. Es befindet sich nur das Material auf dem Arbeitstisch, das für das Experiment benötigt wird. Und vor und nach dem Experiment werden die Hände gewaschen. Mithilfe dieser Ziele, Kriterien und Indikatoren können die Schüler reflektieren, an welchen Stellen sie die Methode für das Experiment bereits beherrschen, beziehungsweise an welchen Stellen noch geübt werden muss. Wenn Ziele, Kriterien und Indikatoren eindeutig sind, hilft das der Lehrkraft wiederum, den Schülern zu diesem Lerngegenstand ein hilfreiches Feedback zu geben. Insbesondere bei komplexen Handlungen und Lernprozessen kann es helfen, die Reflexion in kleinere Abschnitte zu unterteilen. Das kann in drei Reflexionsschritten geschehen. Zunächst wird das Handeln noch einmal beschrieben und mit Beispielen und Ergebnissen gestützt. Im nächsten Schritt wird das Betrachtete genauer analysiert und interpretiert. Dabei wird darauf geschaut, was bereits gemeistert worden ist und was vielleicht noch schief lief. Gründe für beides zu finden, kann im folgenden Schritt helfen, nach notwendigen Veränderungen zu suchen. Die Schritte 1 und 2 sollten gerade in der Phase, in der das Reflektieren als Methode geübt wird, unbedingt getrennt werden. Im dritten Schritt geht es darum, Konsequenzen aus den Erkenntnissen zu ziehen. Was kann, soll beim nächsten Tun anders sein? Was soll beibehalten werden? Wie genau kann das nächste Handeln aussehen? Im Anschluss daran wird das neue Handeln geplant und umgesetzt. Denken Sie noch einmal daran, wie Sie selbst reflektieren. Wie gehen Sie vor? Was hilft Ihnen beim Reflektieren? Zurück zum Reflektieren in der Schule. Weiter oben wurde bereits davon gesprochen, dass sowohl der Lernprozess als auch das Lernergebnis reflektiert werden können. Nicht immer braucht es beide Bereiche, manchmal ist das Zusammenspiel aus beidem allerdings besonders hilfreich.
Wenn Schüler über ihren Lernprozess nachdenken, bieten sich Fragen an, wie zum Beispiel, wie bin ich genau vorgegangen? Welche konkreten Schritte bin ich gegangen? Was war leicht? Was war schwer? Was möchte ich gern anders machen beim nächsten Mal? Was will ich wieder so machen? Auch Fragen zur Anstrengungsbereitschaft, etwa, wie viel Mühe habe ich mir gegeben? Woran sehe ich das? Woran sehen das andere? Können Erkenntnisse bringen. Geht es um das Reflektieren von Lernergebnissen, wird der Blick auf das Produkt gelenkt. Das kann mit Fragen wie beispielsweise, was konkret ist das Ergebnis? Was genau ist mir daran gelungen? Welche Zusammenhänge ziehe ich zu dem, was ich schon wusste, unterstützt werden. Eine wichtige Frage bei der Reflexion ist auch immer, an welchen Punkten sich die Schüler Unterstützung wünschen. Manchmal sehen sie zwar, dass Prozesse und Ergebnisse noch nicht optimal sind, sie sind sich allerdings nicht im Klaren darüber, dass sie sich für ihr Lernen auch Hilfe und Unterstützung holen können. Die Frage, wobei brauche ich Hilfe, kann hier noch einmal ein Hinweis darauf sein, dass es in Ordnung ist, Hilfe zu benötigen. Haben die Schüler Kriterien und Indikatoren, können sie ziemlich genau sagen, wie gut sie den Lerngegenstand verstanden haben, und Sie als Lehrkraft können dann gegebenenfalls weitere Hilfen zur Verfügung stellen. Beginnen Sie im Unterricht mit Ihren Schülerinnen und Schülern zu reflektieren. Fangen Sie mit kleinen und leichten Fragen an. Zunächst reicht auch erst einmal eine Frage. Wie bei allem Neuen, was gelernt wird, sollten Schüler auch schrittweise an Reflexion herangeführt werden. Dafür allerdings regelmäßig, möglichst täglich. Eine kleine Ergänzung an dieser Stelle: Überraschend kann auch sein, die Schüler über ihre eigenen Fragen nachdenken zu lassen. Welche schöne, spannende Frage hast du heute gestellt? Welche deiner Fragen hat dir heute besonders gut gefallen? An dieser Stelle sollen kurz einige Reflexionsmöglichkeiten vorgestellt werden, die Sie zum einen unkompliziert im Unterricht nutzen können und die zum anderen Ihren Schülern in unterschiedlicher Weise einen Zugang zu den eigenen Gedanken ermöglichen. Eine Kurzabfrage, ob mit Smileys, Ampelfarben oder Daumen hoch, quer, runter oder auch Zehn-Finger-Abfrage, kann ganz schnell am Ende einer Stunde erfolgen. Auf einer Zielscheibe kann die Lehrkraft die Kriterien vorgeben. Beginnen Sie vielleicht mit 4 Kriterien und die Schüler ordnen die Qualität zu. Außen wenig, innen hoch, quasi als Treffer wie beim Dartspiel. Die Skalenfrage ist insofern eine interessante und vielseitige Reflexionsmöglichkeit, da sie sich besonders für eine mehrfache Nutzung eignet. Zu Beginn eines Themas können die Schüler ihre Vorkenntnisse skalieren, sowie das Skalenziel, das nicht immer bei der höchsten Zahl liegen muss, und im Verlauf des Lernprozesses ihren Lernfortschritt. Gegebenenfalls können die Schüler dazu in Stichpunkten aufschreiben, was sie jeweils schon können. Wenn dafür jeweils unterschiedliche Farben verwendet werden, haben Schüler, Lehrer und auch Eltern eine gute Übersicht über den Fortschritt beim Lernen. Eine Möglichkeit, Emotionen und Gefühle in den Reflexionsprozess einzubinden, besteht bei den sogenannten assoziativen Verfahren. Hierfür bieten sich reale Gegenstände oder auch Bilder an, die die Schüler selbst auswählen. Diese Reflexionsform bietet sich an, wenn es darum geht, eine persönliche Einschätzung zu geben und über den eigenen Eindruck zu einem Sachverhalt nachzudenken. Hier wird eine thematisch anknüpfende Frage oder ein Impuls benötigt. Die Auswahl sollte immer begründet werden. Das ausgewählte Bild oder der ausgewählte Gegenstand ist gleichgültig. Die Begründung liefert die wichtige Erkenntnis. Ein Beispiel: Was verbindest du mit dem Thema XY? Wähle dazu einen Gegenstand aus und begründe, weshalb du diesen gewählt hast. Oder: Wähle ein Bild aus, das für dich zeigt, wie gut ihr mit der Aufgabe XY zurechtgekommen seid. Begründe, weshalb du dieses Bild gewählt hast. Sie werden von der Vielfalt der Antworten überrascht sein und Sie werden feststellen, dass sich jeder Schüler dazu äußern kann. Sind die Schüler mit dem Reflektieren schon etwas besser vertraut? Können verbale Methoden wie Satzanfänge
oder auch die Fünf-Finger-Methode eingesetzt werden. Abschließend soll noch eine altbekannte Methode ins Bewusstsein gerufen werden, die Randnotizen. Ihr Charme besteht darin, dass neben den inhaltlichen Aufzeichnungen die eigenen Gedanken dazustehen, sei es in Form von Stichpunkten, Fragen oder auch Symbolen. Jüngere Schüler kann die Lehrkraft mit leicht zu zeichnenden Symbolen arbeiten lassen. Ältere Schüler können sich eigene Symbole und Notizen überlegen. Üben Sie auch diese Form mit den Schülern, indem Sie ihnen zeigen, welche Gedanken und Fragen als Randnotizen beim Lernen helfen können. Randnotizen sind eine sehr ergiebige Reflexionsmöglichkeit, die sich gut vom ersten bis zum letzten Schuljahr trainieren lässt und auch danach noch vielfältig anwendbar ist. In welcher Form auch immer Sie Ihre Schüler das Lernen reflektieren lassen, fangen Sie einfach an. Lassen Sie regelmäßig reflektieren und lassen Sie Ihre Schüler ausprobieren, womit sie am besten zurechtkommen. Wenn Sie das Reflektieren mit Ihren Schülerinnen und Schülern einführen, werden Sie zunächst die notwendigen Kriterien und Indikatoren für die Reflexion vorgeben. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass Ihre Schüler kompetenter werden, sodass Sie mit ihnen gemeinsame Reflexionsformen sowie Kriterien und Indikatoren entwickeln können. Wenn Ihre Schüler irgendwann eigenständig reflektieren, weil sie merken, dass es sie in ihrem Lernprozess weiterbringt, ist ein großer Schritt zum eigenverantwortlichen Lernen getan. Reflektieren Sie nun noch einmal. Wie werden Sie Reflexionen für Ihren Unterricht nutzen? Worauf wollen Sie achten? Wenn Sie Interesse an Fortbildungen zu diesem Thema haben, sei es für Ihre Schule, Ihre Fachschaft, Ihre Jahrgangsstufe oder für Sie selbst, kontaktieren Sie uns gern. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu diesem Thema für Ihren Unterricht zu arbeiten.